Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Video auf meinem Kanal Marlin TV mit der Preview aus der ersten Bundesliga mit dem Borussia Derby und zwar Dortmund gegen Gladbach. Westfalenstadion haben wir hier schön, die Choreo haben wir auch schon teilweise gesehen und das ist ein Spitzenspiel. Von den Tabellen her nicht so ganz, denn Dortmund hinkt ein bisschen weiter hinterher. Gladbach ist ja ganz weit vorne mit dabei, aber hier sehen wir schon mal die Dortmunder Ausstellung. Da wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Im Vergleich zum letzten Spiel. Und bei Gladbach, da fallen zwei Leute aus. Ginter und Leiner haben sich ja stark verletzt im letzten Sieg über Augsburg. Das ist natürlich bitter, aber ja, da sieht man mal die schöne Südtribüne mit der Choreo. Sehr schöne Sache. Mal sehen, ob sie hier heute auflaufen können. Teilweise, ich glaube es nicht. Oder es wurde noch nicht gefixt. Ja, es wurde noch nicht gefixt. Okay, von FIFA. Also müssen wir uns die zwei ausdenken, die da spielen. Aber macht nichts, wir kriegen es trotzdem irgendwie hin. Und da sehen wir also volle Kompetenz auch vorne bei Gladbach im Sturm mit Thuram, Player und Zakaria in der offensiven Mittelfeld. Jetzt gucke ich gerade mal. Ja, also alles ist parat. Die Dortmunder stoßen an, spielen von rechts nach links. So wie es aussah, nee, von links nach rechts, so ist es rum, in den gelb-schwarzen Trikots natürlich und die Gladbacher spielen in den hellblauen von rechts nach links. Dortmund haben angestoßen und da sehen wir schon mal, Reus ist am Ball auf Alcácer oder Alcácer, wie er ausgesprochen wird. Da ist Sancho schön in den Raum geschickt, jetzt könnte man flanken, will sich durchsetzen, aber Zakaria holt sich schön den Ball und wir springen in die 9. Minute, wieder Dortmund mit Reus. Gladbach kriegt noch nichts hin. Da ist Witzel, da ist Sancho. Reus rennt in den 16er rein, schön. Aber da passiert nichts, da ist Witzel. Da ist Alcácer. 1-0, 11. Minute, Dortmund führt. Was ist das für ein Auftakt hier für die Heimmannschaft? Sehr starker Beginn dieses Teams hier zu Hause gegen einen Top-Gegner zurzeit. Und da zeigt sich mal wieder das System von Favre. Schön hin und her Tiki-Taka spielen und trotzdem am Ende hier zum Tor zu kommen. Jetzt nur die Frage, sie müssen es auch mal bis zu Ende bringen, den Vorsprung. Die Dortmunder haben ja die letzten drei Spiele jeweils die Führung aus der Hand geschenkt und haben 2-2 gespielt. Mal sehen, ob es heute auch wieder hier passiert. Wir werden es sehen auf jeden Fall. Alcácer hat hier das 1-0 gemacht. 18. Minute und wieder die Dortmunder. Sie spielen echt hier alleine. Also ein Spiel auf ein Tor. Da ist Witzel. Witzel schießt. Witzel trifft. Die 20. Minute. Was für ein Strahl. 2-0 für Dortmund. Der Favorit, also Leichtfavorit, setzt sich hier durch bisher und führt mit 2-0 nach 20 Minuten. Das kann ja heiter werden für Gladbach. Gibt es hier eine Schelte? Ich weiß nicht, wir werden sehen. Auf jeden Fall, Witzel darf man hier nicht so frei stehen lassen, denn man weiß es, dass er einen guten Schuss hat. Das hat er erst im letzten Spiel gezeigt mit seinem schönen Eckvolley-Tor, kann man eigentlich so sagen, war es ja eigentlich. Und das hat er hier wieder gezeigt, Axel Witzel mit seinem zweiten Tor hier für Dortmund in dieser Partie. Aber jetzt kommt mal Gladbach, 32. Minute. Leiner auf der rechten Seite, könnte flanken, müsste flanken. Spielt sehr guten Pass auf Neuhaus und der köpft drüber. Knappe Sache, da wäre Bürki wahrscheinlich aus dieser Entfernung nicht mehr so wirklich dran gekommen, wäre platziert gewesen. So ging er leicht drüber und Bürki muss nicht reagieren. Neuhaus hier fast mit dem Anschlusstreffer. Aber Player auf Thuram. 42. Minute, Thuram setzt sich nicht durch das Bär. Und Bürki, was für eine Parade vom Schweizer Schlussmann in Dortmunder Dress. Taucht gerade noch rechts unten ab und lenken zur Ecke, aus der leider aber dann nichts wurde für Gladbach. Die Dortmunder Fans sind zufrieden, das sieht man hier schön. Und wir sind schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. 3 Minuten gibt es, in der zweiten sind wir und Dortmund hat den Ball. Machen sie hier noch das 3-0 in kurzer Pause? Ich glaube es nicht, denn die Dortmunder rücken nicht wirklich nach. Und jetzt ist Halbzeit, denn der Schiri pfeift ab zur Pausentee
Und das ist nochmal ein super Spiel hier. Da sehen wir nochmal, Player hat nicht so viel Bock heute oder kommt einfach nicht durch bei der Abwehr von Dortmund. Sie ist natürlich auch namhaft gut bestückt mit Hummels, Akanji zum Beispiel. Und da sehen wir nochmal die zwei Torschützen. Wie sieht es mit den Statistiken aus? Ja, die sehen so aus, dass hier Dortmund einen Schuss auf Tor hatte, zwei reingemacht hat. Ist ein bisschen merkwürdig, aber deutlich mehr Ballbesitz hat und somit verdient führt. Es gibt noch eine weitere Preview auf meinem Kanal und zwar nachher 15 Uhr Crystal Palace empfängt Manchester City. Kommen die Cities mal näher an Liverpool dran? Mal sehen, wir werden es sehen. Bis dahin gucken wir uns auf jeden Fall hier die zweite Halbzeit an. Embolo kommt auf die Bank, Benes auf den Rasen. Bei Gladbach der erste Wechsel und bei Dortmund gibt es einen Doppelwechsel. Guerreiro und Götze rein, Sancho und Alcázar raus in der 61. Minute. Das heißt, da wird schon ein bisschen geschont für die Spiele unter der Woche in den internationalen Cups. Aber die Dortmunder wieder super gespielt. Guerreiro flankt, da ist Götze, Götze, Pfosten, Pfosten, Tor! 3-0, 67. Minute. Was für ein Tor von Mario Götze! Ist gerade mal 20 Minuten auf dem Platz und schon rabbelt's hier mit einem Kopfballtor. Macht er auch so gut wie nie, aber jetzt hat es mal geklappt mit Unterstützung beider Pfosten. Das können wir hier nochmal schön sehen. Erstmal Pfosten, dann zweiter Pfosten und dann knapp nehmen wir Pfosten ins Netz rein. Hier sehen wir es nochmal schöner. Den trifft er gar nicht gut eigentlich, aber er dreht sich wunderbar. Pfostentor und somit das 3-0. Und somit würde ich sagen, ist es auch hier entschieden, die Partie. Kann natürlich sein, dass die Dortmunder hier nochmal richtig Feder lassen, aber ich glaube es nicht. Und somit eigentlich ein super Heimsieg. Die Dortmunder feiern immer mehr und den letzten Wechsel bei Dortmund gibt es auch noch. Weigel für Delaney und Wendt geht runter bei Gladbach und dafür kommt Ben Sebaini, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ich kenne ihn noch nicht, den Namen. Und wir sind in der Nachspielzeit der 90 Minuten. Dortmund greift nochmal und klappt hier noch die 4-0. Da kommt die Flanke. Ah, Witzel war da, Leiner hatten aber sich geholt den Ball. Und das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Thuram auf Benes. Rama ist inzwischen auch schon auf dem Platz. Und somit Apfel 4, 3-0 gewinnt Dortmund im großen Derby gegen Gladbach. Hochverdient, finde ich. Gladbach hat nicht so viel gekriegt. Zweite hat so ein bisschen mehr. Das können wir uns aber in den Statistiken nochmal angucken. Die Tore haben auf jeden Fall Alcázar gemacht. Dann noch ein gewisser Herr Witzel. Und in der zweiten Halbzeit Mario Götze. Super Stimmung war natürlich auch, wenn eine Heimmannschaft 3-0 gewinnt, ist die Stimmung immer gut. Das ist klar. Aber nach 3 Unentschieden auch mal wieder ein Sieg ist für die Seele der Borussia aus Dortmund gut. So, das sind die Statistiken hier. 3 Schüsse aufs Tor, 3-mal drin. 48% Ballbesitz auf der Seite von Dortmund. Gladbach sieht nicht so gut aus und somit ein verdienter Sieg. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen. Ein Kanalabo noch abgeben, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Partie-Preview hier auf meinem Kanal wieder. Ich habe es ja schon angeteasert. Crystal Palace gegen Manchester City, 15 Uhr. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.